Für die Muffins habe ich mir hier die Zutaten vorbereitet. Natürlich frische Johannisbeeren, außerdem pflanzliche Milch. Ich verwende jetzt ungesüßte Mandelmilch. Da ist auch noch ein bisschen Vanille mit drin. Hier habe ich Zitronensaft. Hier sind Kokosraspeln. Das hier sind Flohsamenschalen, Backpulver, Natron, gemahlene Mandeln und Reismehl. Und hier habe ich Xylitzucker, den Abrieb von einer Bio-Zitrone. Ein bisschen geschmacksneutrales Öl und geschrotete Leinsamen, die ich vorher mit Wasser vermengt habe. Dann quellt das Ganze kurz und danach entsteht da so ein klippriges Gel. Das ist quasi der Eiersatz und das ist jetzt hier schon mit drin. Und jetzt werden die Zutaten hier erstmal vermengt. Dann kommt da schon ein bisschen was von der Milch und dem Zitronensaft dazu. Parallel vermenge ich diese Zutaten und danach ja, kommt das dann auch noch da rein. Jetzt habe ich die trockenen Zutaten bis auf die Kokosraspeln, die kommen ganz zum Schluss dazugegeben und jetzt kommt noch der restliche Teil der Milch dazu. So sieht der Teig jetzt gerade aus. Er ist auf jeden Fall recht dickflüssig, cremig. Und ich wollte bei mir jetzt wirklich eine relativ präsente Zitronennote haben, weil ich das einfach erfrischend finde. Wenn ihr das nicht so intensiv möchtet, dann ersetzt ihr einfach einen Teil vom Zitronensaft durch noch mehr pflanzliche Milch. Ich habe jetzt außerdem auch ja, einiges an Vanille dazu gegeben, weil ich auch das in der Kombination gerne mag. Aber das könnt ihr ganz frei entscheiden. Da probiert ihr einfach mal ja, ein bisschen aus, was ihr da am liebsten mögt. Ich wollte es jetzt, wie gesagt, relativ zitronig haben. Und jetzt ist der Teig im Prinzip auch schon fertig. Und jetzt müssen nur noch die Kokosraspeln und die Johannisbeeren vorsichtig untergehoben werden und dann kann das Ganze in die Förmchen. Je nachdem, wie voll ihr eure Muffinförmchen macht, reicht die Portion für 12 Muffins oder wie in meinem Fall für 10. Ich weiß nicht, ob es dann noch jemandem so geht, aber ich habe bei Muffins immer das Bedürfnis, dieses Förmchen möglichst voll zu machen, weil ich einfach irgendwie finde, dass das hübscher ist, wenn das ein bisschen höher ist. ja, mal sehen, ob es gleich überläuft. Werden wir sehen. Das ist ja immer das Spannende daran. Aber so dürfen die Muffins jetzt bei mir jedenfalls in den Ofen. Ich habe die Johannisbeeren nur ganz grob untergehoben und dann zum Schluss noch ein paar oben drauf verteilt. Und jetzt sind sie bereit für den Ofen. Und so sehen die Muffins frisch aus dem Ofen aus. Sie sind sehr gut aufgegangen, wie man sieht. Und nicht übergelaufen. ja, und jetzt lasse ich die vollständig abkühlen und dann wird probiert.